meine lieben Freunde. Wie man es vielleicht gehört hat, ich bin hier gerade am Tee trinken, denn meine Stimme ist so ziemlich weg. Irgendwie kratzt sie ganz schön in letzter Zeit. Ich werde trotzdem versuchen, diese Aufnahme hier zu machen. Wenn es kacke klingt, dann ja, ist das hiermit meine Entschuldigung. Und los geht's. 17. Kapitel. Hey Bro. Kostas. Mir war es in den letzten Wochen richtig dreckig ergangen. Ich hatte kaum geschlafen, kaum gegessen und auch sonst nichts gemacht, außer mich in die Schule zu schleppen und am Nachmittag wieder zurück. Warum wird man sich erst dann richtig bewusst darüber, was man hatte, wenn man es verloren hat? Mick war der einzige Mensch gewesen, der einfach gewusst hatte, wer ich war, noch bevor ich es selbst wusste. Wenn ich ihn verlor, was blieb mir dann noch? Ich hatte in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht, wie es für mich weitergehen sollte. Da Josie die einzige war, die Bescheid wusste, hatte ich viel mit ihr geredet. Manchmal hatten wir die halbe Nacht durchtelefoniert. Und bei all den Gesprächen, den Ausführungen und den Spekulationen war mir eins endlich klar geworden. So klar, wie es mir hätte seit Wochen sein müssen. Das hier war keine Phase. Ich würde nie mit einem Mädchen das erleben, was ich mit Mick erlebt hatte. Ich würde nie für ein Mädchen das empfinden, was ich für ihn empfand. Ich war einfach schwul. Nicht mehr und nicht weniger. Schwul und noch dazu bis über beide Ohren verknallt in den Typen, den ich gerade ziehen lassen hatte. Das Leben war ein komisches Konstrukt. Was ich auch gelernt hatte, war, ich musste keine Angst haben, es jemandem zu erzählen. Schließlich gab es keine andere Möglichkeit für mich. Ich würde so leben müssen, um glücklich zu werden. Und da war es auch egal, ob sich Freunde oder Familie von mir abwandten, was ich natürlich nicht hoffte. Denn wenn das der Fall wäre, wären sie eben nie meine Freunde gewesen. Dann hatten sie die Illusion von mir gemocht, nicht mich. Denn das gehörte nun mal zu mir. Hatte es wohl schon immer. Doch Klein Kosti war zu doof, das mitzubekommen. Und dann war er zu doof, es zu akzeptieren. Wieder stand ich vor dem Spiegel. Du bist schwul, teilte ich meinem Spiegelbild mit. Total schwul, setzte ich nach. Und das ist völlig okay, verdammte Scheiße. Ich grinste mein Spiegelbild an und mein Spiegelbild grinste zurück. Ich liebe dich, Mickey, flüsterte ich weniger euphorisch. Mein Spiegelbild sah mich traurig an. Wenige Stunden später stand ich vor Eriks Tür. Er war mein ältester Freund hier und gleichzeitig einer der Menschen, dessen Reaktion ich am wenigsten einschätzen konnte. Dennoch war ich mir sicher, dass ich ihm vertrauen konnte. Er würde der Erste sein, der es von mir erfuhr. Es war Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. »Hey, Bro«, begrüßte er mich und hielt mir die Tür auf, damit ich eintreten konnte. Er gab mir die Hand, während er mich mit dem linken Arm kurz an sich drückte. »Hey«, begrüßte ich ihn kleinlaut. »Kann ich mal mit dir reden? Am besten jetzt gleich?« fragte ich und Erik nickte nur. »Klar, willst du eine Coke oder irgendwas anderes?« »Nee, lass mal.« Wir setzten uns an den Tisch. Eine Weile herrschte Stille. Ich wusste nicht so recht, wo ich anfangen sollte, also sagte ich einfach irgendwann das, was mir gerade in den Kopf kam. »Ich glaube, ich habe so richtig Scheiße gebaut.« »Okay, welche Art von Scheiße meinst du denn? Soll ich eine Schaufel und ein paar Mülltüten besorgen?« Er grinste. Ich lächelte matt. »Ich bin nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten, keine Sorge«, sagte ich und seufzte. »Es ist eher so eine Herzensangelegenheit«, sagte ich und lief direkt rot an. Erik zog eine Augenbraue hoch. »Josie?« fragte er, aber ich winkte ab. »Josie war nie viel mehr als eine gute Freundin für mich«, sagte ich. »Aber du hast doch gesagt, dann war ich da wohl eben nicht ganz ehrlich«, unterbrach ich ihn. »Sorry, das ist jetzt schwierig genug für mich. Könntest du einfach erstmal zuhören, ohne zu spekulieren? Du kommst ja doch nicht drauf.« »Ist gut«, sagte Erik, als er schnallte, wie dreckig es mir eigentlich ging. Ich atmete tief durch. »Erinnerst du dich an Mick?«, fragte ich ihn. »Ja, der Typ mit den Internetvideos«, nickend stimmte ich ihm zu. »Ich stehe auf ihn. Also, so richtig. Ich glaube, ich war noch nie so verknallt«, sagte ich und sah aus dem Fenster. Jetzt war es also raus. »Okay«, sagte Erik. »Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, aber das ist doch in Ordnung«, sagte er zögerlich. Aber ich schüttelte den Kopf. Für mich war es eben nicht in Ordnung. Ich konnte einfach nicht aus meiner Haut, weißt du? Ich wollte nicht, dass das irgendjemand von mir weiß. »Und jetzt ist er weg«, sagte ich traurig und schniefte. Erik legte meinen Arm auf die Schulter. »Alter Dennis, jetzt erzähl mir die Story erstmal von vorne.
Dann sehen wir weiter. Also erzählte ich. Es war gar nicht mehr so einfach, alles, was passiert war, in eine Reihenfolge zu bringen. Denn es war so viel passiert in den letzten Monaten. Als ich ihn so einigermaßen auf den neuesten Stand gebracht hatte, sah er mich ratlos an. »Dann hattet ihr schon was miteinander, als ich ihn kennengelernt habe?« fragte Erik und ich nickte stumm. »Okay, okay, das muss ich kurz verarbeiten.« Erik dachte nach und grinste dann. »Es ist interessant, wie man plötzlich Situationen in einem ganz anderen Blickwinkel sieht, wenn man mehr Hintergründe erfährt. Ich habe mich damals schon gewundert, dass du plötzlich so viel Zeit mit deinem neuen besten Freund verbringst. Aber jetzt wird mir das natürlich klar. Also, vielleicht solltest du ihn einfach anrufen? Es ist ja erst 2 Wochen her. Sag ihm, dass du ein Idiot warst und dass du jetzt endlich aufgewacht bist. Bestimmt vermisst er dich genauso wie du ihn.« Ich zuckte mit den Achseln. »Naja, mir kann ziemlich stur sein«, sagte ich nur. »Ach komm, was hast du zu verlieren?« fragte er. Ich nickte. »Du hast recht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Aber ich habe echt Angst davor, was passiert, wenn doch...« »Mann, Dennis, wie bescheuert ist das denn? Find einfach heraus, ob er es nochmal versuchen will. Punkt. Sonst sitzt du bald wieder hier und holst mir die Ohren voll, hätte ich ihn doch bloß angerufen«, sagte Erik energisch, was mich tatsächlich ein wenig schmunzeln ließ. »Du hast recht«, sagte ich erneut. »Danke.« »Danke dir, dass du dich mir anvertraut hast«, entgegnete Erik. »Auch wenn das reichlich spät kam.« »Ja, ich weiß«, sagte ich und zuckte mit den Achseln. »Eins musst du mir jetzt aber noch erklären«, sagte Erik und grinste unheilverkündend. »Wie genau hat man Sex mit einem anderen Kerl?« Er grinste und ich rollte mit den Augen und knuffte ihn dabei in die Seite. »Hey«, lachte er und schubste mich zurück. »Das erzähle ich dir gerne, aber ich glaube nicht, dass du das wirklich wissen willst«, grinste ich. Er dachte kurz nach, verzog dann leicht das Gesicht, was mich noch breiter grinsen ließ. »Nee, lieber nicht.« Wir redeten noch eine ganze Weile über dies und das, und es hatte sich einfach nichts geändert. Das hatte ich nicht erwartet. Und vermutlich machte es mich auch gerade deshalb so glücklich. Was gibt es Besseres auf der Welt als Freunde, mit denen man über alles reden kann? Als ich am späten Nachmittag nach Hause kam und mich an den PC setzte, fand ich zu meiner großen Überraschung eine Nachricht von Mick in meinem Postfach. Ich traute mich volle 10 Minuten nicht, die Nachricht anzuklicken, öffnete sie dann aber doch. Mick. Hey Bro, wir haben uns doch auf eine Freundschaft geeinigt. Meinst du, wir sind schon so weit, uns so als Freunde zu treffen? Ich habe noch Bahnkarten gefunden, die ich schon gebucht hatte. Die sind erst für September, aber ich dachte, ich frag dich schon mal, ob du das überhaupt willst. Bis dann. Mick. Freunde. Freunde? Ich starrte diese Nachricht an und musste plötzlich laut und freudlos lachen über die Ironie der Situation. Ich hatte immer nur eine Freundschaft gewollt. Offiziell. Und nun, wo ich endlich wusste, dass ich mit ihm zusammen sein wollte, spricht er von Freundschaft. Naja, ich könnte nicht sagen, dass ich diesen Arschtritt, den das Leben mir gerade gab, nicht verdient hatte. Aber weh tat er trotzdem. Hatte er sich mit der Freundschaft abgefunden? Einfach so? Würde ich mich auch damit abfinden, ihn nur als einen Freund zu sehen? Vermutlich hätte ich ihn einfach anrufen und um eine Aussprache bitten sollen. Aber feige wie ich war, schrieb ich ihm nur folgende Sätze. Dennis. Ich würde mich freuen, dich zu sehen, Kumpel. Das wird ein komischer Neuanfang, aber lass ihn uns versuchen. 18. Kapitel. Neubeginn. In den nächsten Wochen schrieben wir viel. Wir erzählten uns von unserem Alltag, der Arbeit und stellten Überlegungen an, wie manche Serien wohl weitergehen würden, die wir beide gerne sahen. Ich fühlte mich ihm endlich wieder näher, obwohl wir beide ein Thema stets vermieden. Uns. Wir redeten oder schrieben nie darüber, was vorgefallen war und dass dies nun sein Ende gefunden hatte. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte, doch immer wenn ich andeutete, dass ich gern nochmal mit ihm darüber sprechen wollte, blockte er ab. Das Gefühl, als Mick endlich wieder vor mir stand, riss mir fast den Boden unter den Füßen weg. Ich stand am Bahnhof, ich war diesmal ohne meine Mutter gekommen, um ihn abzuholen, und sah Mickey auf mich zukommen. Konnte es sein, dass er noch besser aussah als sonst? Ich konnte meine Augen nicht von ihm abwenden. Meine Hände wurden schwitzig. Jetzt stand er endlich vor mir. Hey, Dan... Ohne ein Wort zu sagen, zog ich ihn an mich, was ihm kurz die Sprache verschlug. Ich hielt ihn einfach fest an mich gedrückt, vergaß den Rest der Welt um mich herum. Als er mich vorsichtig, aber bestimmt von sich wegschob, war ich enttäuscht. Ich hatte gehofft, alles Unausgesprochene in diese Umarmung legen zu können. Aber ohne Worte kam ich da wohl nicht mehr raus. Schön, dich zu sehen, Kleiner. Micks Hände lagen immer noch auf meinen Schultern, hielten mich eine Armlänge von ihm entfernt.
Oh Mann, ich freue mich auch so, dass du da bist. Ich hab dich so vermisst, rief ich aus und Mick legte mir schnell einen Finger an die Lippen. Lassen wir das, okay? Sagte er leise. Ich seufzte. Das würde schwieriger werden, als ich es mir erhofft hatte. Im Prinzip hatten wir nicht viel Zeit zusammen. Es war bereits fast Abend und morgen früh würde Mick schon wieder abreisen. Also hatte ich nicht viel Zeit anzusprechen, was ich sagen wollte. Doch wie sollte ich das anstellen? Hey Danny, mach mir doch auch noch mal so einen Drink, ja? Sagte Mick schon deutlich angeheitert. Ich grinste. Der Abend war anders verlaufen, als ich ihn geplant hatte. Besser. Viel besser. Ich nahm die fertigen Drinks und lief zurück ins Wohnzimmer, wo Mick schon auf mich wartete. Er nahm mir das Glas ab, prostete mir zu und wir tranken. Also, was ist dann passiert? Fragte ich gespannt und boxte Mick freundschaftlich gegen die Schulter. Er erzählte mir gerade von einem Projekt, was er mit seinem Kumpel Ali plante. Eine Animationsserie, zu der es schon das eine oder andere Planungstreffen gegeben hatte. Mick erzählte und ich sah ihn dabei von der Seite her an, ganz fasziniert von seinen Gesichtszügen und vor allem von seinem Lächeln. Ich liebte dieses sorglose Grinsen. Ich lehnte mich gegen seine Schulter und zum ersten Mal an diesem Abend beendete er diesen Körperkontakt nicht subtil nach wenigen Sekunden. Ich hatte mich dazu gezwungen, entspannt zu bleiben, hatte mich aus meiner krampfigen Situation befreit und fühlte mich jetzt unglaublich wohl dabei, einfach hier zu sitzen und mit Mick zu quatschen, rumzualbern und zu trinken. »Wie läuft es bei dir so?«, fragte Mick mich irgendwann. Seine Hand verirrte sich auf mein Knie, was mich lächeln ließ. »Ich habe bald eine Fortbildung in Berlin. Und sonst passt es auch schon«, sagte ich locker. »Dann bist du ja ganz bei mir in der Nähe«, stellte er fest. Ich nickte stumm. »Vielleicht könnten wir uns ja dann mal sehen«, sagte er vage. »Das würde mich sehr freuen.« Wir sahen uns in die Augen. Micks Blick wanderte immer wieder kurz zu meinem Mund. Ich leckte mir nervös über die Lippen. Kurz dachte ich, er würde mich küssen, doch dann besann er sich anders. Er rückte ein Stück von mir ab und ich seufzte und lehnte mich wagemutig wieder gegen seine Schulter, froh, dass er wenigstens das zuließ. Ich zog tief seinen Geruch in mich ein, sammelte mich für meine Worte, die mir nun doch wieder auf der Zunge lagen. »Wo schlafe ich heute eigentlich?«, fragte er mich plötzlich. Ich überlegte. Da meine Mutter heute nicht da war, hatte auch niemand das Gästebett aufgestellt. »Du kannst bei mir schlafen. Ich penne dann auf der Couch«, sagte ich schließlich. Mick nickte. »Das klingt gut. Aber ich kann auch hier unten pennen, wenn dir das lieber ist«, fragte er, was ich abwinkte. Ich hätte am liebsten geschrien. Wenn wir jetzt in getrennten Zimmern schliefen und morgen nur Zeit sein würde, Mick noch schnell zum Bahnhof zu bringen, würde ich mir das nie verzeihen. Ich hatte mir geschworen, es wenigstens zu versuchen. Vorsichtig legte ich eine Hand an seine Wange. »Psst«, machte ich und legte eine Hand auf seinen Mund. Mick sah mich fragend an, sträubte sich aber nicht gegen meinen Griff. Langsam ließ ich meine Hand sinken, gab seinen Mund frei, nur um kurz darauf meine Lippen auf seine zu legen. Ich küsste ihn nur kurz, stahl mir diesen einen süßen Kuss, bevor ich zu sprechen begann. »Ich weiß, du willst nicht darüber reden, aber darf ich dir noch eines sagen?«, fragte ich. Ich wusste, dass Mick verstehen würde, was ich meinte. »Du hast mich damals verletzt, weißt du das?«, flüsterte er fast. »Darum wollte ich nicht mehr darüber reden.« Ich seufzte. Das wusste ich und das schlechte Gewissen brachte mich fast um. »Micky, es tut mir so leid, was ich gesagt habe. Und auch das, was ich nicht gesagt habe. Aber ich sage es dir jetzt. Egal, ob es jetzt noch was nützt, okay? Ich liebe dich. Ich liebe dich und ich will dich und ich möchte das auch nicht mehr verstecken. Von mir aus kann es die ganze Welt wissen. Ich wäre stolz darauf«, sagte ich und sah ihm direkt in die Augen. »Das hätte ich dir gleich sagen sollen. Ich konnte es nur einfach nicht aussprechen. Ich konnte es mir einfach nicht eingestehen. Es war einfach zu viel für mich. Aber ich kann es jetzt. Also, egal was das hier ist oder werden wird. Ich liebe dich, Micky. Und ich vermisse dich«, sprudelte ich jetzt viel zu schnell hervor, bevor mich der Mut verlassen konnte. Mick sagte nichts. Er atmete nur, wie es mir schien, gezwungen ruhig und starrte mich an. »Das sagst du mir jetzt?«, flüsterte er. »Jetzt, nachdem ich so lange gehofft hatte, dass nicht nur dein Körper meine Liebe will, sondern auch dein Herz? Jetzt, nachdem ich mir geschworen habe, dich zu vergessen?« Er schüttelte den Kopf, halb lachend, halb weinend. Er weinte tatsächlich. Kurz zog ich ihn an mich. »Ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Das tut mir leid«, sagte ich traurig.
Warum war ich zu nichts nütze, als andere Leute traurig zu machen? Und du bist dir sicher, dass du nicht wieder einen Rückzieher machen wirst? Du kannst damit umgehen, wenn es alle wissen? Fragte er und streichelte mir sanft über die Schulter. Na schön, sagte ich und sprang auf. Ein paar von meinen Freunden sind heute bei Erik zum Pokerspielen. Vielleicht sind sie ja noch da. Wollen wir hingehen und fragen, was sie davon halten? Fragte ich frei heraus. Als ob du deine Freunde sowas fragen würdest, sagte Mick, etwas verwirrt von meinem plötzlichen Aufspringen. Die meisten wissen inzwischen Bescheid. Willst du einen Beweis? Fragte ich und öffnete die Tür. Ach komm, zieh hier mal keine Show ab, Dennis, sagte Mick, lachte aber. Was soll ich denn machen, damit du mir glaubst? Fragte ich. Lass einfach gut sein. Nein, sagte ich stur. Ich will dir zeigen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Ich knallte die Tür wieder zu, zückte dann aber mein Handy und rief Erik an. Der ging nach wenigen Sekunden ran. Ja? Fragte er. Willst du noch vorbeikommen? Nee, ich habe Besuch. Du, tu mir mal einen Gefallen. Stell das Handy auf laut, sodass die anderen mich auch hören können. Ich mache hier auch den Lautsprecher an. Nun hörten Erik und Laura, Josie und die anderen uns. Und Mick hörte, was bei Erik so los war. Hallo Freunde, sagte ich und wurde von einem Stimmengewirr begrüßt. Hallo Dennis. Hey Danny. Tag Großer. Ich wollte euch nur sagen, dass ich heute gerne dabei gewesen wäre. Aber ich kann nicht. Mick ist heute bei mir, verkündete ich. Hey, sagte Mick unsicher. Hallo, riefen alle im Chor. Gekicher war zu hören. Sagt ihr Mick bitte, weshalb wir neulich über ihn geredet haben? Fragte ich die Gruppe dann. Ich war selbst gespannt, was sie sagen würden. Alle kicherten und Erik ergriff sofort das Wort. Du hast uns die Ohren voll geheult, dass du ihn liebst und dass du es versaut hast, sagte Erik sichtlich genervt. Du hast erzählt, dass ihr schon ewig miteinander rummacht, es aber verheimlicht habt. Das war ziemlich uncool. Ach so, und du hast gesagt, dass du ihn so vermisst, seit er keinen Bock mehr auf dich hat, sagte Laura jetzt. Mir hast du gesagt, du würdest alles dafür geben, dass er dir noch eine Chance gibt. Alle redeten durcheinander. Mann, musstest du uns jetzt anrufen, damit du ihm das nicht selbst sagen musst, oder was? Fragte Laura. Doch bevor ich antworten konnte, nahm Mick mir das Telefon aus der Hand. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Wir melden uns morgen, sagte er und legte dann einfach auf. Sie wissen also Bescheid, sagte ich stolz. Und es war wirklich gar nicht so schlimm. Fast alle haben das völlig entspannt aufgenommen. Du bist wirklich der größte Trottel unter Gottes Sonne, sagte Mick, lachte aber jetzt. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass es nicht so schlimm wird, wie du gedacht hast. Ja, ich weiß, sagte ich, aber mit wenigen Schritten war er bei mir. Nichts aber. Komm einfach her und küss mich, du Idiot,